Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, mein Schatz. Ja. Willst du offene Haare haben oder soll ich dir binden? Offene. Athelia, bist du heute Nacht irgendwie durch die Gegend gelaufen? Wieso? Weil du so viele Decken vorhin hattest. Bist du aufgestanden in der Nacht? Nein. Ja, aber okay. Nicht mit Decken, mit Trinken. Achso, du hattest Durst. Ja. Keine Geschosse. Mama, da ist ein Hund. Wow. Guck mal. Was ist das? Ein Hund. Ja. Ist schön, ist auch was anderes. Ich bin schön. So, meine Lieben, wie sieht eine Mama aus, wenn sie um, ich glaube, wie viel Uhr war das? 2:30 oder sowas, konnten wir erst schlafen gehen, denn Baby John ist nochmal aufgewacht. Wie lange habe ich Schule? Wie lange bleibe ich da? Heute? Ich glaube, du hast 5 Stunden. So, ich mache dir jetzt etwas zu essen für die Schule. Ja, und dann geht's hier an die Hausarbeit direkt weiter. Der hört sich ja noch an. Guten Morgen! Ich bin wieder unterwegs, alleine. Die Kinder sind alle versorgt. Das heißt Kindergarten und Kita. Ich fahre jetzt zu meinem Freund Mesut. Oh, wird spät. Bin dann im Büro. Ach, der ist dann im Büro. Okay. Hallo, meine Lieben. Ich bin jetzt in Großzimmern angekommen. Gerade reingefahren. Und ich dachte, der Mesut hat doch keine Zeit, weil er ins Büro muss. Der ist noch da. Ich gehe da jetzt hin. Und mal sehen, wie lange er noch da ist. Das habe ich mir jetzt genommen. Das schmeckt ganz gut. Dazu ein Milchkaffee. Onu istikten İdriskine girsin önce. Şimdi beni kamerayla çekiyorlar da burada. Murat. Küfür atma. Küfür eden bir yer. Sevgili logiste dekine burada da bir trouble vardı. 2 tonluk. Also letztens sahst du besser aus. Ja, man, schau mal, Rocky falan jetzt. Ama bayağı yanakları şişmiş yine. Ha? Şu an besser. Kaç kilosun şu an Sula? 85. 85 diyorsunuz. Geht. Hatta 75 falan mı geldi mi en son? Hallo mein Lieben. Ich saß jetzt mit ein paar Kumpels im Café Ernst, hier in Großzimmern. Und jetzt fahre ich zu Mesut ins Büro. So, mein Lieben, ich war bei Mesut. Ich fahre jetzt nach Hause. Er hat einen Banktermin. Er fährt zur Bank, habe eben noch schnell ein bisschen getankt. Ich weiß nach Hause, gucke, wie weit die Familie ist, mache was für die Kinder zum Essen und dann gucken wir, wie der Tag weiter vergeht. Also bis dann, meine Lieben. Tschüss. Und ich habe mich nicht angemalt. Wow, das super, mein Schatz. Das freut mich, weil ich kriege die Flecken gar nicht mehr richtig raus. Ne? Und wie war es in der Schule? Gut, aber ich frage mich, wo ist mein Buch? Welches Buch? Ja, ein Buch von der Schule ist nicht in meinem Schulranzen, nicht in der Schublade, wo ich immer alles schön ordentlich reinmache. Okay, wie sieht das Buch aus? Eine Kamera, die spritzt mit Wasser. Hast du die gesehen? Können wir gleich mal gucken. So, meine Lieben, ich schminke mich jetzt, also bis gleich. Da! Tja, was Schminke alles ausmacht, ne? Ja, Baby John ist nämlich mittlerweile auch da und er hat mir geholfen beim Schminken. Warte, gell, Baby John? Und die Angela ist am PC und sucht sich eine Monster halt zum Nikolaus aus. Was war? Oh, ist die Dracula? Ich wollte die Dracula haben. Oh, die hat eigentlich schon. Oh, die hat schöne Also, wie geht's? Also, die Schuhe sind schwarz. Mhm. So, meine Lieben, ich muss jetzt hier anfangen, mal ein bisschen aufzuräumen, denn ich habe eine Allergie
Anfall oder sowas. Irgendwie ist hier zu viel Staub. Ich habe zu lange hier nicht gewischt und ja, er muss hier unbedingt jetzt sauber machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Gianni ist umgezogen, Idris hat Essen gemacht. Wir haben wunderschönes Wetter, nur leider hat es geregnet, sonst hätte ich direkt gesagt, es regnet immer noch. Sonst hätte ich direkt gesagt, wir gehen ein bisschen in den Wald spazieren. Aber vielleicht mit Gummistiefel könnte man das trotzdem machen. Oh Gott, ich habe so Hunger und der hat so gut gekocht, das riecht so super. Lecker, schmecker, frisch vom Bäcker. Ja, hier ist dein Essen. Da, hast du hier Essen mitgenommen? Komm, essen, dann kannst du weiter. Erst esse ich. Doch. Mal wieder ein Essen aussehen. Lecker. Ja, lecker. Lecker, lecker, frisch vom Bäcker. Nein. Boah, soll ich dir schneiden? Nein, lecker. Schmeckt gut? Ja. Ja. Dann nehme ich hier. So, meine Lieben, ich musste mein Essen gerade unterbrechen, denn ich musste Iselle holen. Und ja, dann mache ich das auch direkt. Ich bin ganz toll angezogen. Hallo. Hi. Bald kommt's, ne, Sandra? Zu Hause. Wer ist zu Hause? Erzieher. Ja. Och, Mama. Warum? Die war heute in der Schule. Du hast gespielt, sie hat gelernt. Ich wollte diese Bären wieder haben. Oh oh. Dieser Akku ist ja Katastrophe. Was? Wir wären fast stehen geblieben. Ja. Ups. Was? Ich habe noch Parken gehabt. Was machen wir heute? Kuscheln wir? Nee. Warum nicht? Bist du das? Nein. Ich kann zaubern. Mach noch mal. Cool. Komm, komm. Ich soll das Blätter. Ja. Der Papa hat was zum Kehren. Herbst. Kerbst? Also entweder Kerb oder Herbst. Herbst heißt das. Okay, wir machen sowohl Kerbst. Das kann man auch so. Was ist Kerbst? Herbst. Ja. Kerb ist gar nichts. Ich hab Hunger, Baby auch. Ah, du bist, ne? Du bist. Du bist. Nein, nein, du bist. Was war das? Ah. Oh. Nein, das nicht. Ey, jetzt bin ich. Mama ist dran. Nee, es war ich nicht. Ja! Oh nein. Hey, Stinky. Kann nur sein, dass ich stink. Bitte, okay. Dankeschön, mein Schatz. Oh, oh, oh. Ich bin weg. Ich bin weg. Mama, du bist dran. Guck mal, du guckst durch die Kamera. Warte mal. Hey, hey. Lass das. Ah, hier. Ich hab gefunden. Nein, hey, schon noch. Nein. Danke. Ah, brauche nicht mehr. Baba hat welche gefunden. Mutti! Warte, warte. Mama liebt dich aber nein. Ich hab die Hände ja so gesehen. Das die. Keiner so schön. Nein, gut. Mama, du. Aber keiner stinkt hier auch gerade so wie du. Du bist bei Britta. Warte. Haben wir eine Gasmaske? Selin, guck mal, deine neuen Schuhe. Also meine Lieben, wir haben neue Schuhe für die Selin gekauft. Da sind sogar noch Reste von der Verpackung dran. Bei H&M 25 Euro. Und die sind richtig hübsch. Und das Kind ist richtig schlecht drauf.
Da sind deine, aber die lieber jetzt nicht anziehen, weil wir wissen nicht, wo wir hingehen. Zieh die Stiefel an. Ja, Mama, zieh die anderen an. Hier, was willst du denn, Mäuschen? Gleich, gleich. Mann, seid ihr alle drauf. Mathilda kann ich ja noch verstehen. Die hat etwas verschlampert. Und ist jetzt schlecht drauf, weil sie ein bisschen Ärger bekommen hat, ne? Ne, Ärger kann man das auch nicht sagen. Das war kein Ärger kriegen, das war eher erklären, dass man auch. Bisschen Ärger. Naja, Ärger ist, wenn die Eltern wirklich schimpfen. Wir haben dir einfach nur erklärt, dass du auf deine Sachen aufpassen sollst. Und wohin? Richtung Heimat sind wir schon. So, meine Lieben, wir fahren jetzt nach Frankfurt. Wir wollen nämlich ein bisschen mal was anderes sehen. Und es regnet. Was macht Frau, wenn sie sich im Kofferraum langweilt? Sie macht Fotos und dreht ein Video. Irgendwie. Wie die Leute gucken, wenn man hier sich mit einer Kamera selber filmt. Würde ich wahrscheinlich auch so gucken. Ohne Idee, wie lange haben wir gebraucht? 20 Minuten oder sowas, ne? Bis hierher ist 20, bis Flughafen fahren wir immer 2 Stunden von uns aus. So, meine Lieben, wir sind zum zweiten Mal jetzt hier. Wir waren, glaube ich, vor einem Jahr hier, oder? Nee, wir haben sogar hier in It's My Life gedreht. Also müsste es so 10 Monate her, glaube ich, sein. Und ja, jetzt gehen wir mal rein. Alle Kinder sind eingeschlafen. Bis auf die Selim, weil die hat ja ein bisschen die Puppen. Ja, war sie gestern wach und hat auch ganz lange dann geschlafen jetzt. So, Achela, kommst du, Schatz? Achela, bleibst du hier? Komm, Hübsche. Nicht bei Nase puppeln fotografieren. Würde ich auch schreien. Wow. Patricia ist in Rewe drin. Kauft den Kindern was zum Trinken, dann gehen wir Eis essen. Celine, Eis essen? Eis essen? Eis essen. Matthias, was wollen wir denn essen? Mit Nüssen etwas? Ich will auch euer. Was ist denn das? Wurde ja die Hälfte auf dem Weg gegessen. Bezahlen. Wir sind schon viele. Kassenautomat. Ja, stimmt. Zu Hause angekommen. Baby John weint jetzt plötzlich. Ich weiß nicht weshalb. Ich gebe ihm gleich mal etwas gegen Blähungen. Ja, dieses Lefax gebe ich ihm. Dann tut sich das eigentlich immer gleich beruhigen. Und ich habe hier mein Paket, meine Lampe. Warte mal, Baby John. Lass uns mal gucken, wie das, wie die Qualität von diesem Kronleuchter. Ja. Ja, können wir dann morgen holen. Normalerweise Gewohnheitssache wahrscheinlich. Wir sind jetzt gewohnt sowas. Ja, man merkt, wir sind keine Schauspieler. Wir sind gerade skeptisch. Lässt sich einfach nicht verleugnen. Also ich habe es bei eBay gekauft. Und gerade jetzt bin ich so ein bisschen zwiespalt, ob das gut aussehen wird oder nicht. Wir sagen es euch gleich mal Bescheid. Und wie findest du die Lampe? Haben wir uns. Also ich habe mich wieder daran gewöhnt. Der erste Fall war ein bisschen, ich so, hä? Irgendwie sah die anders auf dem Bild aus. Und dann habe ich gesehen, der Idi hat irgendwas ausgepackt, da fehlen noch Sachen. Die werden noch später dran gemacht.
Wir gucken, ob wir das hier hinhängen oder im Wohnzimmer, weil da brauchen wir eigentlich auch eine. Aber ich will halt eine nach der anderen kaufen, damit ich auch weiß, welches Design mir gefällt. Und machen wir hier hin? Also wenn, dann in die Richtung zu mir, ne? Wohnzimmer ist zu klein. Schatz. Die haben alle sowas. Die haben im Schlafzimmer so Teile dran. Sieht aber nicht schön aus. Ich bin nicht der Meinung, dass man hohe Decken braucht. Dann würde man fast keine verkaufen können, weil kaum einer hat so hohe Decken. Heutzutage nicht mehr, ja. Und trotzdem verkaufen sie nicht. Ach klar, kannst auch. Ja, natürlich, in einem Schloss sieht das schon anders aus, aber wer von uns hat schon ein Schloss? Also Leute, es sieht wirklich sehr schön aus. Und das Lustigste, ich habe gerade mal zweimal zwei Birnen. Die Qualität ist echt super und ich wollte euch zeigen, wir waren ja jetzt einkaufen, weil in der Schwangerschaft habe ich weder irgendwie Schwangerschaftsklamotten gekauft noch irgendwelche Klamotten, weil ich wusste, eigentlich letzte Schwangerschaft und die Sachen werde ich dann nie wieder benutzen, somit war ich sehr sparsam beim Einkaufen. Und ja, da waren zum Beispiel, was ich schon lange wollte, ein Rock, den ich glaube, vor einem Jahr gab es den schon überall auf Instagram und sowas. Und jetzt habe ich ihn mir geholt. Und das gerade mal beim Pimki. Ich mal wieder beim Pimki. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dort eingekauft habe. Ja, 17,99 €. Bisschen so polnische Couch. Irgendwie sowas. Gab es früher auf jeden Fall. Auf so Polstermöbel oder Gardinen, so ganz schwere. Sieht richtig schön aus angezogen. Und ja, und so ein Cardigan in schwarz, ganz schlicht, aber diese Qualität finde ich ganz gut. Und der ist vorne, zeige ich euch wahrscheinlich eher morgen, weil jetzt wird es man kaum sehen. Der ist vorne wie so ein kleiner Wasserfall, kann man das so beschreiben? Also ja, ohne Knöpfe oder so. Ja, das war der einzigste Einkauf. Ja, wir essen weiter. Kleinigkeit. Abends. Kannst du erzählen? Abend an? Voll lieben? Nochmal. Oh. Wow. Möhre. Kartoffeln? Also, die Achille ist Kartoffeln und solche Sachen. Zwei verschiedene türkische Wurst. Knoblauchwurst. Wow, Sel. Sel, den Schatz, super. Und ich habe auch noch so einen Käse von Klausi. Den mache ich mir gleich so ein bisschen klein mit Baguette. So, meine Lieben, ihr hört der kleine Band jetzt gerade, der ist bei Idi. Ich habe noch schnell die Sachen für die Kinder für morgen vorbereitet. Und ja, ich verabschiede mich, schminke mich ab und sage gute Nacht. Moment, Moment. Schatzi, muss
Und jetzt Füße so, oder? Okay, Hände auf den Tisch. Eins zu mir. Gut.